Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zu unserem Montagsduell. Heute wie immer oder wie fast immer mit Robert Miesig, hallo, Journalist, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Schönen guten Abend. Und Heimo Leppuschitz, Politikberater, PR-Berater, FPÖ-Berater und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo. Hallo. Starten wir mit dem Prozess Sebastian Kurz. Heute ist ja ein besonders spannender Tag gewesen. Immerhin Thomas Schmidt sozusagen als Zeuge der Anklage, einst Vertrauter von Sebastian Kurz, ÖBAG-Chef, heute nicht mehr so quasi befreundet, nennen wir es mal so, mit Sebastian Kurz, dem ehemaligen Kanzler, der wegen mutmaßlicher Falschaussage vor dem Urschuss vor Gericht steht. Was war denn der Eindruck dieses Prozesstages? Also ich glaube, Du bist Familie wird dem Thomas Schmidt keiner von der Kurzpartie mehr schreiben, wie früher in den Chats. Es geht halt darum, dass man die Aussage des anderen hintergräbt, untergräbt und es ist der Kampf, wer lügt von den beiden. Das ist die große Diskussion und das ist auch der Kampf des heutigen Tages, glaube ich. Ich verstehe grundsätzlich die Strategie seit dem Urschuss des ehemaligen Kanzlers nicht, weil es ist doch absurd. Ich meine, dass ein Kanzler, der sagt, ich habe mit den ganzen Postenbesetzungen nichts zu tun, ist absolut lächerlich. Natürlich in einer Koalition rät man sich die Postenbesetzungen aus. Das war in jeder Koalition bis jetzt so, ist in der jetzigen auch so und ist einfach Alltag. Dass da kurz Heimo, nur ganz kurz für jene, die es nicht wissen. Du warst unter Schwarz-Blau Kommunikationschef bei den Blauen. Das heißt, du redest da aus Insider-Sicht. Ja, ich war auch in mehreren Regierungen schon, aber das ist einfach so. Das ist logisch, dass man sich die wichtigen Schaltposten der Republik, weiß man, wer es wird. Das ist, deswegen finde ich ja die ganze Regelung so absurd. Ich finde das amerikanische System viel besser, dass eine Regierung die wichtigsten Posten im staatsnahen Bereich ganz, ganz offiziell besetzt und wenn die Regierung wechselt oder eine gewisse Zeit abgelaufen ist, werden die Leute ausgetauscht oder weiterbestellt, wenn sie gut sind. Das heißt ja nicht, dass die Leute unfähig sein müssen. Es gibt ja durchaus Leute, die komplett fähig sind. Es sind ja auch schwarz-blaue Besetzungen weiterbestellt worden, also jetzt zum Beispiel bei den ÖPP. Also ich verstehe die Grundstrategie nicht, weil es einfach unlogisch ist. Ich glaube, dass Kurz auch die Version für die Zuseher, das ist, da zahlt man Strafe, ist aber nicht verurteilt. Man kann, ist de facto nicht vorbestraft. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn er gesagt hätte, im Urschuss war unter Druck, bin falsch verstanden worden, aber mit dem Entschuldigen. Dann hätte er eingestehen müssen, aber es wäre ja klar gewesen. Also ich war ja selber in der Regierung und das System ÖVP war so auf Pyramidensystem. Also der Kurz war die goldene Spitze der Pyramide und ohne dass die Spitze irgendwas informiert, bei irgendwas informiert worden ist, hat es keine gröbere Entscheidung gegeben. Das war einfach so. Man hat bei jeder auch einfachen Geschichten immer zuerst den Kanzler fragen müssen, auch bei Einigungen, wenn wir uns auf unserer Ebene politisch auf was geeinigt haben, hat man immer, logischerweise, ich habe meinen Chef fragen müssen, die Kurzleute haben den Kurz fragen müssen. Das ist einfach der ganz normale Ablauf. Das wird nie anders sein. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Ich glaube, dass sich Kurz da falsch beraten ist. Die Frage ist, warum, ob er den Ansatz hat, zurückzukommen, nochmal politisch. Darüber werden wir wahrscheinlich noch reden, aber genau. Ich sage einfach nur, also alle Anwälte, die ich kenne, und die mache ich auch ein bisschen Litigation, also so Prozessbegleitung als PR-Agentur, also ich halte es für völlig falsch, aber vielleicht ist da ein großer Plan dahinter, den kein anderer sonst durchblickt. Auch an dich die Frage, wie war dein Eindruck dieses Prozesstages, der ja mit großer Spannung erwartet wurde, eben wegen Thomas Schmidt, der quasi auch in die Richtung gegangen ist, die der Heimo da angesprochen hat, dass der Kurz in alles extrem involviert gewesen wäre? Also zunächst einmal würde ich sagen, das ist ja auch ganz interessant, wenn man ein bisschen da quasi einen Schritt zurückgeht und eine Vogelperspektive macht. Eigentlich war das der Tag, auf den alle gewartet haben. Und gleichzeitig hat man schon ein bisschen den Eindruck außerhalb sozusagen der Nerds, dass es eigentlich niemand mehr interessiert, jedenfalls nicht mehr in der Form, wie das vor einem Jahr vielleicht noch elektrisierend gewesen wäre. Ja? Also Sebastian Kurz und diese ganze Geschichte ist eigentlich Vergangenheit und könnte eigentlich Vergangenheit sein. Es ist auch ein bisschen das Problem der ÖVP, dass sie es nicht geschafft hat, sich vollständig von dieser Ära zu distanzieren und einen Neuanfang zu machen. Deswegen ist nur so halbert Vergangenheit. Aber im
Bewusstsein der Leute ist es natürlich schon Vergangenheit und dadurch ist es, hat es nicht mehr diese Sexiness. Ja? Wir sehen es an den Online-Quoten, also die Geschichte interessiert sehr. Ja klar, mag es die Leute noch ein bisschen interessieren, aber ich meine so, dass man den ganzen Tag am Ticker hängt, wie man das vielleicht noch vor einem Jahr getan hat, ist es meiner Empfindung nach nicht mehr. Ja? Ich kann mich da täuschen, weil ich vielleicht persönlich woanders bin, aber ich glaube, jenseits des politischen Systems ist es sicherlich ähnlich. Die andere Geschichte ist das, dass es für Sebastian Kurz natürlich nicht einfach wird, ja? Da rauszukommen, eben auch aufgrund dieser nicht ganz nachvollziehbaren Geschichte, weil sozusagen er hat im U-Ausschuss gesagt, er war informiert, aber heute hat keine informiert im Sinne von informiert, beteiligt im Sinne von informiert, so war, glaube ich, die Aussage ziemlich genau, aber nicht auf irgendeine Art und Weise entscheidend. Und natürlich ist es nicht lebensnah, dass ein Kanzler bei solchen Entscheidungen kein letztes Wort hat und keine Entscheidung, aber es gibt ja auch die Sachbeweise in Form der Chats und jetzt halt die Zeugenaussage von Thomas Schmidt. Was ich auch interessant finde, das ist jetzt gar nicht für die Kurz Aussichten auf einen Freispruch oder Nicht-Freispruch so entscheidend, aber für Schmidt im Hinblick auf die Frage der Kronzeugenregelung, das ist natürlich, dass der Schmidt ein bisschen ein Problem hat, nämlich das, dass er aufgrund seiner, sagen wir mal, WhatsApp-Tätigkeit so viel dokumentiert hat, dass er natürlich Schwierigkeiten hat, über das hinaus noch substanzielles Neues zu enthüllen. In dem jetzigen Komplex, das, was wir jetzt heute in der Vernehmung gesehen haben, muss man eigentlich sagen, hat er relativ wenig, also da ist mir jetzt nichts in Erinnerung, was jetzt so neu war, was man nicht aus den verschiedensten anderen Berichterstattungen, Ermittlungsergebnissen und so weiter schon gehabt hat. Das macht natürlich auch die Schwierigkeit, wie er die Kronzeugenregelung rechtfertigen würde, muss er ja noch, hat er ja noch nicht bei der WKStA, weil das war jetzt relativ wenig Neues. Ja, die Grundgeschichte muss man sagen, da hast du schon recht mit dem Schmidt, als Kronzeugen zur Erklärung, ein Kronzeuge, wenn ein Kronzeuge einmal lügt, verliert er den Kronzeugenstatus. Also der Schmidt hat sehr, sehr viel zu verlieren, wenn man aber ihm draufkommt. Aber es geht nicht nur ums Lügen, nein, du musst ja auch was Neues dazu sagen. Ja, aber muss er, wenn er aufgeplattelt wird, dass er die Unwahrheit sagt, dann verliert er seinen Kronzeugenstatus und dann wird es sehr, sehr eng für einen Thomas Schmidt, viel enger wie für einen Sebastian Kurz in vielen Varianten. Es ist ja auch eine gelöschte Nachricht heute vom Kurzanwalt vorgelegt worden, wo der Schmidt nach einem C2-Auftritt dem Kurz geschickt hat, super Auftritt, genauso war es. Das ist natürlich für die Aussagen vom Schmidt vorher nicht sehr glaubwürdig. Heute macht er sich relativ unglaubwürdig. Ne? Und das ist, man darf nicht vergessen, es gibt ja auch das von Kurz aufgezeichnete Telefonat, egal was man von diesen Methoden hält. Ich halte von diesen Methoden gar nichts, aber der Schmidt Ähnliches sagt. Also das ist natürlich schon ein gewisses Indizienkonglomerat, das er wieder für den Kurz spricht, wenn man ihn nicht vorverurteilen soll. Also die Rolle von Schmidt ist eine äußerst dubiose, da kämpft jemand ums persönliche Überleben, ne, und versucht oben zu bleiben beim Schwimmen und die Frage ist, ob er dann halt die Schwimmflügel ganz echt sind in vielen Dingen. Also das ist eine Frage, der Richter ist nicht zu beneiden. Natürlich war der Kurz eingebunden, aber die Frage ist, ob man es A, dem Kurz beweisen kann und B, wie glaubwürdig... Den Vorsatz. Ja, und den Vorsatz natürlich, ne, und wie glaubwürdig ist der Schmidt, und das ist ja für den Kurz, eigentlich ist es ja lächerlich, die Geschichte mit der Falschaussage vom Urschuss. Das muss man verglichen mit den anderen Vorwürfen, wo es um Milliarden bei der Koffer geht, wo es ums Corona-Management geht, wo es um die Steuervorteile für den Sigi Wolf geht, die Spender, wo es um die Benko-Gelder, der Kauf der Übernahme Kicker Leiner von Kurz. Also das sind ja große Brocken, ne? um die gekauften Umfragen, die bestellten Umfragen. Das sind ja die großen Brocken, die jetzt kommen. Das ist ja eigentlich der komplette Nebenschauplatz. Nur ist er heute der Erste, ne? Der verhandelt wird und vor Gericht kommt. Also da sind viel dunklere Fronten im Anzug über den Atlantik für den Kurz als das jetzige kleine Schneestürmchen. Mhm. Diese Nachricht, die der Heimo da angesprochen hat, ist das tatsächlich jetzt ein Plus?
Pluspunkt für den Sebastian Kurz. Das ist eine Nachricht, wo offenbar der Schmidt gesagt hat, ah, offenbar habe ich doch nicht alle Nachrichten gelöscht. Aber grundsätzlich geht es darum, dass er eben dem Kurz da wiederum Recht gegeben hat nach einem ZIP-Auftritt, wo ja der Kurz bekanntlich alles geleugnet hatte zum damaligen Zeitpunkt in diesem ZIP-Interview. Ich glaube, man muss nur ganz kleine Korrektur, das ist zwar irrelevant, aber es war jetzt nicht etwas, was er nicht gelöscht hat, sondern da in dem Fall hat es sich offensichtlich um eine Signalmeldung gehandelt, selbstlöschend, die selbstlöschend ist, wo der das Sebastian, gemeint, wo der Sebastian Kurz in diesen einer Minute oder was auch immer, wo das sehen kann, einen Screenshot gemacht hat. Insofern weiß man auch, dass man nicht ganz auf der sicheren Seite ist, wenn man über Signal kommuniziert übrigens. Das ahnen die meisten Leute nicht. Das nur zu denen. Ja und nein. Ja, also ich meine, es untergräbt überhaupt nicht die Beweisaufnahme, die natürlich sozusagen mit im Wesentlichen über Dokumentierung basiert und dann mit unterstützenden Aussagen, dass jemand, sagen wir mal, schleimig in allen Richtungen kommuniziert und sagt, du bist ein toller Hecht und so weiter und ich stehe zu dir und so weiter. Ist nicht wirklich eine Erschütterung der Anklage, aber natürlich untergräbt es ein bisschen so gewissermaßen das Bild des Thomas Schmidt oder umgekehrt, es stützt vielleicht ein Bild, wenn man es zeichnen will, von jemand, der jeden alles sagt und man ihm nichts glauben darf. Das ist sicherlich das heißt, keine, ich glaube, dass es nahezu irrelevant ist für die Beweisaufnahme, aber so ein Tropfen nach dem anderen höhlt vielleicht sozusagen den Glaubwürdigkeitsstein und das ist sicherlich jetzt auch das Interesse der Verteidigung. Es ist ja die spannende Frage, diese Chats sind ja auch gegangen, wo die alle noch, du, ich liebe meinen Kanzler, du, wir sind Familie, warum der Kurz die Sachen speichert, ne? Das ist ja, das war ja, da war es ja noch, da war man ja noch, da war man noch ja eine große geeinte türkise Familie, ne? Oder man war es nicht, oder man war schon so, oder man war schon so, man hat das, also, dass man sich gegenseitig belauert hat und sich deswegen auch solche Sachen geschrieben hat. Da werden Gespräche aufgezeichnet, da werden selbstlöschende Nachrichten gescreenshottet. Übrigens bei Telegram geht das nicht so als Tipp. Okay. Das kann man bei Signal einstellen. Ne? Ich wollte gerade sagen, es sollte eigentlich auch bei Signal zu einer aber Einstellung gehen. Aber es zeigt schon ein gewisses Charakterbild, dass die Blase, die ja anscheinend zu eng war, doch nicht ganz so eng war. Und das, glaube ich, das auch ein Signal nach außen. Es sind ja heute auch beim Prozess kommen, hat man versucht, Chats von Thomas Schmidt mit Innenpolitik-Journalisten vorzulegen, was der Richter abgedreht hat. Das ist natürlich auch etwas, was man normalerweise nicht macht, weil die Kommunikation mit Journalisten ist großteils durchs Redaktionsgeheimnis auch gedeckt. Das ist etwas, was in Österreich ziemlich heilig ist. Ist aber in den Fällen wiederholt passiert. Ja, es gab mehrere Chats zwischen Journalisten und anderen. Also der Rainer Nowak, Ex-Presse-Chefredakteur und der Matthias Schromm, der Ex-ORF-Chefredakteur, die hat beide das de facto den Job gekostet. Ne? Und nicht nur, auch andere haben massive Probleme gehabt, die nicht veröffentlicht wurden, die dann als Chefredakteur zurückgetreten sind aus gesundheitlichen Gründen oder über anderen Ausreden. Also das ist etwas, das tut man eigentlich nicht. Also das zeigt eigentlich eine Vertrauensbasis intern, die nicht funktionierend war. Und das, also ich habe den Sebastian, ich will jetzt nicht über ihn schimpfen, weil ich habe persönlich mit ihm sehr gut zusammengearbeitet, habe ihn eigentlich immer sehr, sehr fair erlebt bis zum Ende der Regierung, wo er seinen Handschlag gebrochen hat und eigentlich auch nachher war einer der wenigen, der gefragt hat, ob man einen Job braucht oder helfen kann oder sonst irgendwas. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also ich darf nicht über ihn herziehen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit ihm. Der Großteil meiner Gesinnungsgemeinschaft sieht das völlig anders, aber aus eigener Erfahrung. Aber das zeigt halt das Sittenbild einer türkisen Partie, wo ich sagen würde, denen würde ich den Staat nicht mehr anvertrauen. Grundsätzlich heißt es ja in dubio pro reo, das heißt im Zweifel für den Angeklagten, du hast vorher selber gesagt, das sind so kleine Tröpfchen, aber das sind halt jetzt schon mehrere. Kann ihm das helfen, weil am Ende ist es natürlich auch eine Abwägungsfrage des Richters, wen er als glaubwürdiger ansieht und wenn zwei, sagen wir, nicht allzu glaubwürdig sind, könnte das schon
im Zweifel für den Angeklagten sein. Könnte, ja, aber wir sind ja trotz allem nicht am Ende des Prozesses, sondern tendenziell am Anfang. Und wesentliche Aussagen kommen ja jetzt noch. Und wenn man sie anschaut, auch den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, der ist schon sehr, sehr dicht verglichen mit Strafbefehlen dieser Art, wenn man es vergleicht. Ja. Also es hat ja schleißige Anklagen gegeben. Und das stützen sich ja natürlich jetzt schon auf die Sachbeweise plus auf Aussagen von anderen. Ja, jetzt ist natürlich interessant, was werden Leute wie Löger sagen. Ja? Aber was werden Leute wie Löger sagen, wenn die große Breite der Sachbeweise der Chats in die Richtung geht, Kurz hat überall eingegriffen. Und wenn die vorgeschlagen haben, einen Aussichtsratsvorsitzenden, und er hat gesagt, das ist unmöglich und die mussten sich beugen. Ja, dann wird, wenn das so ist, dann wird Herr Löger wohl so aussagen, weil der wird jetzt nicht so quasi für Sebastian Kurz eine Falschaussage riskieren. Dann wird es sehr, sehr schwer für Sebastian Kurz da rauszukommen, egal wie sehr man jetzt so quasi durch steter Tropfen hüllt den Stein versucht, eine Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt zu untergraben. Zumal es ja um eine relativ einfache Sache geht. Ja. Hat Sebastian Kurz richtig ausgesagt, indem er gesagt hat, ich habe mit dem Ollen eigentlich entscheidungsmäßig nichts zu tun gehabt, aber ich war schon informiert, oder hat er in die Entscheidung eingegriffen? Ja. Und dann, wenn das relativ klar wird, ja, was schon in die Richtung, also ich zweifle nicht daran, dass das so sein wird, aber man weiß es natürlich nicht, aber dann kann der Richter noch beurteilen, ist das jetzt ein Hoppala gewesen oder ein bisschen falsch ausgesagt in der Wüste oder im Wüsten hin und her des Untersuchungsausschusses, ist wirklich eine so unakkurate Aussage oder ist halt ein bisschen inkorrekt gewesen, aber tut keine Verurteilung rechtfertigen. Da sehe ich eher noch die Chance, dass Sebastian Kurz rauskommt, als dass er darstellen kann, er war in die Entscheidung nicht involviert. Das scheint mir relativ unwahrscheinlich. Dem schließe ich mich ja wirklich auch an, weil das kann man, die Suppe ist an sich relativ dünn. Man darf nicht vergessen, dass es ein Narr, und der Sebastian Kurz fängt ja jeden vierten Satz mit Narr. Ja, Sinne von, das geht. Naja, das geht doch teilweise schon, weil es da einmal ein Nein einfach im Protokoll drin war, und der Kurz wollte am nächsten Tag das Protokoll ändern lassen in dieses Narr im Sinne von naja, ne, und das wurde ihm verweigert, was auch total untypisch ist. Also man muss aufpassen mit der Vorverurteilung. Ich halte die Suppe immer noch für relativ dünn, und der Thomas Schmidt ist halt echt, ich sage einmal, als Zeuge, soll man es höflich und unklagbar formulieren, zu hinterfragen. Und wenn alle anderen was anderes sagen, dann wird dem Richter wohl nicht viel was anderes übrig bleiben. Aber es ist natürlich in der Abwertung des Richters. Ne? Vor allem, ich gebe noch einmal zu bedenken, juristisch musst du den Vorsatz. Also es reicht nicht zu sagen, dass die Sache selbst ist unwahr, sondern hast du es mit absichtlich. Genau. Gesagt. Genau. Das ist ein wesentlicher Punkt. Das richtig, ist auch ein mögliches großes Schlupfloch. Ja. Viel größer noch als das Schlupfloch, wenn man es so nennen mag, dass es Sebastian Kurz gelingt, nachzuweisen, dass er nur oberflächlich informiert war oder gelegentlich, aber in keinerlei Entscheidung eingegriffen hat. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ihm das gelingt. Außerdem wird es ja noch spannend werden, es wird ja den Kurz und den Schmidt noch in mehreren Urschüssen geben. Es wird es wahrscheinlich im Kofag-Urschuss geben, und es wird nach der nächsten Wahl, hat die FPÖ ja gesagt, wenn sie mehr wie 25% schafft, kann sie selber einen Urschuss beantragen, einen Corona-Urschuss, und ich gehe mal davon aus, dass sie sowohl Schmidt wie Kurz laden wird. Also die werden schon noch ein paar Mal aufeinandertreffen, und das kann für einen von den beiden wahrscheinlich immer in einer Falschaussage dann enden, wenn sie sich widersprechen. Aber einer wird dann die Unwahrheit sagen. Also da sind ja auch mehrere tickende Zeitbomben. Ich glaube, wir können davon ausgehen, beim nächsten Urschuss, bei dem der Kurz aussagen wird müssen, wird er wahrscheinlich ähnlich aussagen wie seinerzeit Gernot Blümel, und eher sehr häufig sagen, ich kann mich nicht erinnern nach den Erfahrungen. Ja, man macht sich ja drüber lustig, aber wer steht nicht vor Gericht, der Gernot Blümel? Das meine ich ja gerade. Es war die weit klügere. Da sage ich, wenn ich Kunden berate beim Urschuss, dann sage ich bitte, wenn du etwas nicht zu 1010% weißt, dann sag lieber, du weißt nicht, weil die anderen haben die Protokolle und alles vor dir und du kennst es nicht. Und nur ein Beispiel, ich habe selber einen lieben Bekannten von mir gehabt, der
vom Urschuss ausgesagt und mir nicht geglaubt hat und der mithelfen wollte. Der hat gar nicht böse. Also der hat einfach sich an ein Protokoll vor 10 Jahren falsch erinnert. Peter Pilz macht eine Anzeige, geändert hat sie in 5 Monaten bedingt um 30.000 Euro. So, man darf diese Strafen nicht unterschätzen. Deswegen lieber einmal ausgelocht werden, als dann vor Gericht stehen und verurteilt sein. Aber das meinte ich. Ja, eh, nein, völlig. Ich versuche nur, wie das ist, zu erklären. Na, viele Leute haben Urschüsse erlebt. Ich bin ja in mehreren Urschüssen als Mitarbeiter gesessen. Also da ist ja die Situation eine ganz andere. Es ist ja kein normales, faires Gerichtsverfahren, sondern das sind natürlich politische Parteien, die versuchen, den politischen Gegner fertig zu machen. Da ist ja nicht das große Interesse an der Aufklärung. Da geht es ja darum, das den anderen möglichst schlecht aussehen zu lassen. Das ist das politische Geschäft. Deswegen sind ja auch Urschüsse mittlerweile so umstritten und nicht mehr so anerkannt, wie sie sollten. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, was ein Freispruch oder ein Schuldspruch, wir wissen natürlich nicht, wie dieses Verfahren am Ende ausgeht, für Sebastian Kurz, aber auch für die heimische Politik bedeuten könnte. Bleiben Sie dran. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell. Heute wieder mit Heimo Leposchitz. Hallo, Politikberater, FPÖ-Berater, PR-Berater und Robert Miesig. Hallo Robert, hallo. Journalist, Publizist und SPÖ-Mitglied. Wir haben ja schon angefangen über diesen Prozess Sebastian Kurz, der heute besonders spannend war, weil einerseits Thomas Schmidt, also als Zeuge der Anklage, der Ex-ÖBAG-Chef, der Chatman, wir kennen ihn alle, aber auch Sebastian Kurz, Verteidiger, haben ja da teilweise neue Sachen vorgelegt. Wir haben es zwar schon angedeutet, aber glaubst du, dass Sie mit dieser Strategie jetzt ein bisschen einen Turnaround für ihn schaffen? Weil ich möchte nachher auch auf das Politische kommen, deswegen gehe ich jetzt. Ja, wie gesagt, also wie ich es vorher schon gesagt habe, die Verteidigung von Sebastian Kurz versucht natürlich alles jetzt die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt zu untergraben. Es war zu viel Symbiose der Person. Alles Mögliche rauszuziehen und natürlich kann man sich vorstellen, dass jemand wie Thomas Schmidt, insbesondere auch in dieser Phase des knapp vor und nach Sebastian Kurz Rücktritt, kann man sich erinnern, wo sie miteinander telefoniert haben und amikal getan haben, aber gleichzeitig hat es der eine aufgenommen und auf der anderen Seite hat man irgendwie schon gemerkt, dass der andere irgendwie auch eher mehr für die Galerie redet. Also, dass da natürlich wir mit Leuten zu tun haben, die in alle Richtungen die unterschiedlichsten Sachen gesagt haben, wahrscheinlich war das auch Teil ihres politischen Aufstiegs. Also es gibt ja diese Schleimigkeiten auch des politischen Geschäfts, wo du dir Allianzen schmiedest, indem du zu niemandem ehrlich bist. Und das setzt du dann natürlich als Charakterzug auch nochmal fort, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht. Kann man sich alles vorstellen. Auf dieser Ebene versuchte die Verteidigung heute Punkte zu machen, soweit wir das beurteilen können, bevor wir hier ins Studio gegangen sind. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber schon, dass du aus dem Bereich der Sachbeweise und anderer Aussagen, die ja noch kommen werden, da nicht so leicht rauskommst und die wahrscheinlich beste Möglichkeit für Sebastian Kurz hier vielleicht mit einem Freispruch oder mit einer minimalen Schuldspruch oder so irgendwas rauszugehen, ist eher das, dass man den Vorsatz nicht nachweisen kann, dass man den auch bestreitet, dass man sagt, man hat halt irgendwie unklar formuliert und das war im Tohuwabohu eines Untersuchungsausschusses und das ist gar so eine große Geschichte und dann wirst du quasi freigesprochen, auch wegen Nichtstrafwürdigkeiten. Mhm. Das gibt es übrigens auch durchaus in unserem also sozusagen als Rechtsmöglichkeit. Richter können ja sozusagen, da haben die doch gewissen Spielraum. Ja, wenn die Sache so geringfügig ist, dass man sagt, es ist eine kleine Übertretung, aber eigentlich ist es ja viel zu groß, da jetzt einen Schuldspruch, dann kannst du es auch machen. Mhm. Heimo, du kennst ja den Sebastian Kurz und Teil der heutigen Verteidigungslinie ist wahrscheinlich nicht nur ans Gericht gerichtet, sondern auch an die Öffentlichkeit. Jetzt hat die Verteidigung heute offenbar wiederholt versucht, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt zu untergraben und auch teilweise neue Sachen vorgelegt. Wir wissen jetzt nicht, wie glaubwürdig oder wie unglaubwürdig, aber
schafft er es da, sich auch beim Publikum draußen, jetzt lassen wir die juristische Beurteilung, naja, vielleicht spielt man ihm da übel mit, drüber zu kriegen, weil das ist ja der Sinn und Zweck der Übung teilweise. Naja, die, die ihn immer gehasst haben, hassen ihn weiter, und diejenigen, die ihn unterstützt haben, werden wahrscheinlich die Sebastian Kurz-Version glauben. Ne? Er spricht ja auch nicht mit... Und denen es wurscht ist? Ja, denen es wurscht ist, glaube ich, die beschäftigen sich mit diesem Prozess jetzt gar nicht, okay. gar nicht so stark. Man darf auch nicht vergessen, da hat Thomas Schmidt, also ich war ja ein bisschen Insider in dem ganzen System. Der Thomas Schmidt war schon ein wichtiger, mächtiger Mitarbeiter und Beamter, aber er war kein Teil des engsten Kreises um Sebastian Kurz. Er hat sich aber anscheinend, wenn man die Chats liest, bei vielen Mächtigen der Republik, von Journalisten bis Herausgebern, großen Industriellen, als solcher ausgegeben. Na, das muss man sagen, wo er sich dann die Luxusautos am Wochenende ausgeborgt hat, die Maßanzüge geholt hat und so. Also das ist, ich glaube, das ist einzigartig in der Republik. Also ich kenne keinen einzigen, der sich bei Milliardären Luxusautos ausgeborgt hat in der Regierung oder Maßanzüge. Uns hat man immer eingetragen, alles, was über 100 Euro ist, Finger weg, weil Amtsträger. Ne? Massiv, ja. Also schwerst verboten. Also das ist uns immer eingebläut worden. Ja, nichts annehmen, was über 100 Euro ist, auch bei Essensgeschichten etc. sogar schon. Also der Schmidt hat drauf gepfiffen und war, glaube ich, sehr gern im Kreise der Reichen und Mächtigen und Schönen oder sonst irgendwas, wo andere ja drauf gepfiffen haben. Also das war dem Rest der Kurzpartie ja ziemlich wurscht. Also die waren ja nie Part auf dieser schönen reichen Blase. Und das ist halt, man muss wirklich, da hat der Robert richtig gesagt, du auch richtig gesagt, ich gebe euch ja ungern recht, mal beiden, aber da habt ihr völlig recht. Also es reicht, wenn der Richter einen Zweifel hat. Mhm. Also ganz einfach, nur einen Zweifel zu haben, ob die Aussagen vom Schmidt und ob die restlichen Sachen stimmen, reichen dann für einen Freispruch. Na, das ist ja richtig so. Das ist unser Rechtsstaat im Dubio pro Reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und das versucht die Kurzanwaltschaft zu machen. Es ist gescheit, dass sie die Sachen alle mit eidesstattlichen Erklärungen etc. rausholen. Das könnte eigentlich reichen um den Schmidt, wenn sonst wenig da ist. Und das liegt dann am Richter. Aber Thomas, wenn man sich nur auf den Thomas Schmidt de facto baut, dann ist das Fundament sehr, sehr bröckelig. Zu deiner Frage nochmal. Es gibt ja einen interessanten Sachverhalt, weil du gefragt hast, ob die mehr für die Galerie heute spielen oder zu einem erheblichen Teil auch. Ja, das tun sie ganz offensichtlich, weil an sich wäre es von dem üblichen Vorgang ja so, dass nach der Zeugenvernehmung die zunächst einmal dann die Fragen durch die WKStA gestellt werden und dann durch die Anwälte. Und die Kurz-Anwälte haben den Antrag gestellt, dass sie vorher fragen dürfen, was sehr unüblich ist, aber der Richter hat gesagt, das spricht jetzt auch nichts dagegen, also machen wir es so. Ja. Und wo ist denn der Sinn davon? Ja, der Sinn davon offenbar, ist... Offenbar, das sind neue Sachen. Ja gut, aber von der Dramaturgie eines rein sozusagen gerichtlichen Dramaturgie ist es relativ irrelevant, ob ich diese Frage um 17 Uhr oder um 19 Uhr stelle. Sie ist nur relevant im Hinblick auf die Presseberichterstattung von heute Abend beziehungsweise morgen früh in den Zeitungen, die ja gewissermaßen Redaktionsschluss haben. Also Sie haben sie mehr nach einem Redaktionsschluss gerichtet als nach dem für den juristischen Vorgang. Ist es vielleicht sogar sinnvoller, wenn ich alles passieren lasse und es dann zertrümmere, als zunächst mal dann zertrümmere und dann können die anderen es richtig stellen. Also diese Logik sehe ich nicht. Und das Zweite, da muss ich dem Heimo insofern widersprechen, als es natürlich mehr gibt als nur diejenigen, die den Kurz nicht mochten oder du hast es Hassen genannt, also sie ihn ablehnten. Also und die Polarisierung. Die sozusagen die hundertprozentigen Verliebten waren. Sondern es gibt ja auch was dazwischen. Ja? Und gerade bei Sebastian Kurz gab es wahrscheinlich relativ viel dazwischen, nämlich denjenigen Teil, die ihn gewählt haben, der über den ÖVP Stammwähler oder erwartbaren Stammwählerbereich hinausgehen. Also wenn er bei den letzten Wahlen 37% hat und das Potenzial seiner Partei war damals vielleicht auch der 20%, hat er ja da Wähler der Mitte, ganz normale Leute. Und das sind ja die Leute, auf die er adressiert. Und wenn dieser Teil, die weder hundertprozentige Verliebte noch hundertprozentige Ablehnende sind, sich bei denen durchsetzt, naja, das ist aber schon irgendwie
ein Schlitzohr, dem man nichts, den man überhaupt nicht trauen kann, der charakterlich nicht geeignet ist, ein Kanzler zu sein, dann hat er was verloren. Ja? Auch wenn sozusagen sich an den Polen relativ wenig verändert. Das ist das, was sich in der Mitte möglicherweise verändert. Und natürlich würde er, wenn er irgendeinen Plan für die Zukunft hat, der sozusagen politisch ist, aber selbst wenn er nicht politisch ist, wenn er quasi um seine Reputation, wenn es um die Reputation geht, die man ja auch für das eine oder andere benutzen kann, oder geschäftlich, na gut, da hat er jetzt einiges an Reputation aus anderen Gründen zerstört, im Benko, wie man in der Benko-Geschichte weiß. Aber um das kann es ja auch gehen. Also, dass er in diese Richtung sicherlich gegen die, und die Anwälte auch auf die Galerie sprechen. Ja. Gut, du bist auch einer Meinung. Und die Frage ist, deutet das jetzt eher in die Richtung, dass er mit der Politik doch nicht abgeschlossen hat, jetzt jenseits von vielleicht dem Versuch auch für das wirtschaftliche Fortlangen Image aufzubauen wieder? Glaubst du, dass er zurück will in die Politik? Nee, das ist schwierig zu sagen. Ich habe mit ihm schon lange nicht mehr gesprochen. Sein Umfeld, mit dem ich noch ganz guten Kontakt habe, sagt ganz entschieden nein, fast zu entschieden nein. Enge Vertraute hat man mir gesagt, wenn er es wollte, ÖVP-Chef, dann wäre er es schon. Also ich zitiere ja nur, ja. Ne, völlig wertfrei. Ich zitiere nur, was mir gesagt worden ist. Und sie sind halt nicht mit Unrecht der Meinung, dass ein besseres Ergebnis wie der Nehammer würde immer noch zusammenkriegen. Also solange er nicht schwersten verurteilt, selbst mit einer Falschaussagenverurteilung, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass er wahrscheinlich ein viel besseres Ergebnis, ein paar Prozent besser wie der Nehammer machen würde aus jetziger Sicht. Und das ist natürlich für die ÖVP nicht unbedeutend. Wenn du, wie du es gerade richtig gesagt hast, von 37% kommst und es eigentlich darum geht, dass du irgendwie 25 da rettest. Mehr ist, glaube ich, außer es passiert irgendein Wunder auf dieser Welt, wo keiner weiß. Es ist in den letzten 3, 4 Jahren deswegen, so viel passiert. Deswegen sage ich ja. Aber aus normaler Sicht, selbst bei einem neuen Ibiza-Skandal, wäre die 12-18% Verschiebung, das ist auch da nicht mehr drin. Also ich glaube, aber du kannst natürlich 5-7% kannst verschieben, dann bist du aber trotzdem nur bei 25-27%. Also das als ÖVP, muss man das dazu sagen. Das kann der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 3 sein. Und das ist natürlich den Trumpf, den der Kurz mit seinem Team natürlich noch hat. Er sagt, die 37 mache ich nicht immer, aber mit mir könnte es immer eventuell noch Kanzler oder Erster werden in einer knappen Partie. Und das ist natürlich etwas, womit er gern spielt. Und natürlich darf man nicht vergessen, ja, Kurz ist von der Logik her was schwachsinnig. Wenn du 2 Millionen Euro Gewinn machst, ne, relativ entspanntes Leben hast, überall, wo du hinkommst, wirst du hofiert. Die Scheichs lieben dich und all, überall, wo du hinkommst. Die Abu Dhabi-Route hat er nicht geschlossen noch, auch wenn ich, glaube ich, der Investor, dem er die dreistellige Millionensumme in sinkende Signalschiff vermittelt hat, ihn nicht sehr lieben wird, glaube ich. Aber Grundgeschichte, also eigentlich geht es ihm ja gut, soweit ich auch Bericht erstattet, kriegt sein Leben, ist halbwegs okay. Überall, wo er hinkommt, wird er hofiert, ist er angesehen, etc. In Österreich ist er jetzt in der Beliebtheitsskala nicht mehr allzu hoch, außer im eigenen Hardcore-Bereich. Aber trotzdem, wenn man ihn kennt und wenn man diese Politiker kennt, die diese ganz, ganz Spitzen, die eigentlich sich selber, ich bin der Beste, bin der Tollste und ohne mich seid ihr alles, kriegt es nicht hin. Und aus Kurz seiner Sicht könnte man ja angesichts der Regierungsperformance und der Umfragen ja das sogar relativ fundiert sagen. Und dann darf ich nicht vergessen, wie sein Abgang war. Sein Abgang war ja de facto auch fallen gelassen von der eigenen Partei, wo die Landeshauptleute und alle ihn im Stich gelassen haben, die vorher in jede Körperöffnung sich äußerst intensiv genähert haben. Und das ist natürlich etwas, was einen bohrt. So, ich sag's euch noch einmal, ich kann's besser, ihr Luschen, was wollt ihr eigentlich alle? Das ist da drinnen und man darf nie die persönliche Eitelkeit von Spitzenpolitikern unterschätzen, weil ohne persönliche Eitelkeit, Inszenierungsfähigkeit und Wille zur Macht kommst du nicht auf Platz 1. Ne? Niemand. Also das, wenn einer sagt, das passiert nicht. Also, und das ist immer der menschliche Faktor beim Kurz, den man nicht unterschätzen sollte. Ich sag's euch nochmal und ich kann es viel besser als die jetzt mir alle folgen gelassen haben und mir alles zu verdanken haben. Sollte er, und ich sage es noch einmal dazu, wir haben keine Ahnung, wie dieses Urteil am Ende sein wird, aber sollte es mit einem Freispruch ausgehen, aus welchen Gründen auch immer, aus Mangel an Beweisen, aus berechtigten Zweifeln, aus whatever,
Könnte das diesen möglichen Plänen einen Booster geben? Also würde das das Ganze befeuern? Erstens mal muss man da auch ein bisschen in die Zeitachse sich anschauen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dieser Prozess jetzt mal auf 18 Prozesstage angelegt und wir sind jetzt irgendwo beim 5. oder so. Ja, also ich nagel es mich nicht fest, aber so circa wird es in etwa sein. Das heißt, das Urteil haben wir nicht so bald in diesem Prozess. Ja. Und dann gibt es ja weitere Verfahren, wo Sebastian Kurz als Beschuldigter bzw. Mitbeschuldigter ist, dieses Inseratengeschichte, Beinschab-Tool und sonstige Geschichte. Da geht es ja um viel gröbere Anschuldigungen. Da geht's aber das ja könnte viel länger dauern. Da geht es ja um Sachverhalte wie Untreue und Bestechlichkeit. Amtsmissbrauch. Und Amtsmissbrauch durchaus. Mutmaßlich Verdacht und er dementiert alles. Ja, natürlich, aber ich sage ja um Sachverhalte. Ja. Das kann so und so ausgehen, das kann möglicherweise auch so sein, dass es überhaupt nicht zu einer Anklage kommt, käme. Weil natürlich zum Beispiel die Bestechlichkeit stützt sich darauf, dass man sagt, er wurde bestochen durch positive Berichterstattung. Das ist jetzt bisher nicht wirklich ausjudiziert. Üblicherweise würde man sagen, jemand wird bestochen, indem er ihm Geld gibt. Das wird ja nicht mal vorgeworfen. Also mit einem Wort, die ist ja noch sozusagen, dieses Ungemach ist potenziell noch vor ihm und wird ja so bald nicht aus der Welt geschafft. Ja? Also bis das überhaupt irgendwas passiert, kann es ein, zwei Jahre dauern. Wir wissen ja, wie unsere Welt funktioniert. Das wäre jetzt einmal... Genau, und da ist dann die Frage, würde man angenommen, dieser jetzige Verfahren endet darin, dass Sebastian Kurz im Juni freigesprochen wird. Meinetwegen auch im Mai. Ja. Und man weiß, es gibt ein weiteres Verfahren als Damoklesschwert über ihn, aber das kann nur ein oder zwei Jahre dauern. Ist das ein Moment, wo eine Partei es wagt, so jemand für kurzfristig als Kanzlerkandidat für eine Wahl im September aufzustellen? Oh ja. Sozusagen, da bin ich jetzt unschlüssig. Ich bin da jetzt unschlüssig. Entschuldige, weil wir jetzt für mich hingesagt. Ich stelle in den Raum, es wäre sportlich, aber ich würde es nicht völlig ausschließen. Also ich glaube, du hast jetzt oh ja gesagt. Ich habe gesagt, oh ja gesagt, weil wenn du denkst, da sitzen halt, ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete die ÖVP hat, 70 ne, ungefähr, und davon verlieren 35 wahrscheinlich ihren Job. Ne? Und das sind ja alles Leute, die nachher in der Privatwirtschaft nicht, wahrscheinlich zum großen Teil nicht mehr das verlieren. Und wenn gewählt ist, ist wurscht, ob dann der Kurz gekillt wird oder nicht. Sie bleiben ja wieder am Mandat. Sie sind ja diesmal alle am Mandat geblieben, obwohl der Kurz gegangen ist. Und wir erinnern uns an diesen herzzerreißenden Brief mit den Unterschriften aller ÖVP-Regierungsmitglieder. Wenn Sebastian Kurz geht, dann gehen wir auch. Also nachher Sebastian Kurz war weg, so, ach, die Republik braucht uns. Wir sind in multiplen Krisen, also tut mir leid, aber das kann ich der Republik nicht antun, auf meinen Chauffeur und mein Ministerkabinett zu verzichten. Ich würde sagen, wie das Denken ist. Also da denken ja. Da natürlich sehr viel Denken in ihr eigenes Gerstl. Und wenn du statt 35 Abgeordnete 15 verlierst, hast du 20, die dadurch dafür fast alles machen würden. Ja, ja, aber wie du weißt, und das hast du jetzt auch nicht so gemeint, die weiß ich nicht, wie viele Abgeordnete die ÖVP jetzt hat. Wie viele sind das? 70? Irgendwas um die 70. Um die 70, sein, ja. Ist ja auch wurscht. Aber diese 70 sind so circa irrelevant für die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat wird. Das entscheiden schon primär andere. Also das Netzwerk der Macht besteht aus Landeshauptleuten, es besteht aus mächtigen Landesparteivorsitzenden, aus Bündenchefs, auch aus Netzwerken, die natürlich jetzt in der Lage ist, Nehammer zu knüpfen und eher wenig aus irgendwelchen Hinterbänklern im Parlament. Aber da hast du völlig recht, aber aus eigener Erfahrung unterschätzt nie die Macht eines Parlamentsclubs. Der Parlamentsclub ist eigentlich das zentrale Organ einer Partei in Wahrheit, wo die Mitarbeiter sind, wo die Alltagsmacht ist. Bei einer Regierungspartei ist es ein bisschen anders, aber grundsätzlich an einem Parlamentsclub kann keiner vorbei agieren. Und da sind sehr viele Leute drinnen, die vom Sebastian Kurz aufs Mandat gesetzt worden sind, die ohne Sebastian Kurz auf kein Mandat mehr kommen, ne? Weil die einfach die türkise Truppen waren. Der Kurz hat ja ein Vorschlagsrecht für die Abgeordnetenliste auch in den Ländern gehabt und mitgeredet. Ne? Da sind sehr viele Leute, die natürlich dann von Landeshauptleuten, zum Beispiel in Tirol, Matle,
der überhaupt kein Türkiser ist, entsorgt werden würde. Wallner entsorgt, Drexler in der Steiermark wird die entsorgen, ne? Und so weiter, genau. Und so weiter. Aber das wäre eben jetzt mein Punkt, also für die Frage, wer wird der nächste ÖVP-Chef und Kanzlerkandidat, das sind die Meinungen und die Haltungen und die Berechnungen, die anstellen irgendwelche Landeshauptleute, entscheidender, als was der Herr Engelberg oder der Herr Taschner meint. Ja? Also das, und klar gibt es noch wichtigere Abgeordnete, aber natürlich das Netzwerk der Macht ist doch dort, wo man Machtzugriff hat. Ja. Als letzte Frage für diesen Teil, bevor wir in eine kurze Werbepause gehen und dann weiterreden, falls aber doch ein Schuldspruch rauskommen sollte, auch das ist ja im Bereich des Möglichen, wie gesagt, wir wissen es nicht, würde das all diese Überlegungen dann stoppen? Glaube ich überhaupt nicht. Das ist also bei diesem bisschen falscher Sage im Urschuss, das ist nichts, was die Leute gerade. Das ist für irrelevant. Und wenn der kurz, und das können sie ja, Marketing und PR können sie ja, kurz dann sagt die WKStA und ich habe so viel vorgebracht und ich habe es bewiesen und trotzdem hat die linke Justiz mich, den besten Kanzler der letzten 298 Jahre, so behandelt und ich kämpfe weiter für Österreich, für die Gerechtigkeit und für meine Unschuld, ist das völlig wurscht. Also das kratzt niemanden. Alter Jörg Haider, Schmäße sind gegen... Das ist alter, genereller Politik. Das ist nicht Jörg Haider speziell, das hat eigentlich jeder gemacht. Nur der Jörg Haider ist nie irgendwo verurteilt worden, muss man auch dazu sagen. Das unterscheidet ihn dann massiv. Aber ich sage dieses, sie sind gegen euch, weil er für, gegen ihn, weil er für euch ist. Ja, das macht der Babler, jetzt machen alle. Ja, das ist ja alle. Nur der Unterschied, wirklich, da muss ich sagen, der Haider ist nie verurteilt worden, das muss man festhalten. Ne? Gut, der Kurz ist auch noch nicht verurteilt worden, muss man auch sagen. Eben, aber wir haben gesagt, wenn er verurteilt wenn wird. Wenn er verurteilt würde. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir weiter über das Management von Gesundheitsminister Rauch und warum das ziemlich in der Kritik steht. Bleiben Sie dran. Duell mit Robert Miesig, hallo, und Heimo Leposchitz, hallo. Und wir haben ja schon ausgiebig über Sebastian Kurz geredet. Jetzt möchte ich nicht über einen ehemaligen, sondern einen derzeitigen Minister reden, nämlich Johannes Rauch. Und da ebbt eigentlich die Kritik nicht wirklich ab. Also jetzt, ich habe auch heute ein Interview mit dem Infektiologen und Herwig Kollerich gehabt, der auch beklagt, dass die Impfquote verdammt nieder ist. Man hat auch gesehen, dass die Abwicklung der Impfung nicht wirklich gut läuft, weder übrigens bei Corona noch bei der Grippe. Gleichzeitig gibt es immer mehr Betroffene, also Risikopatienten oder Angehörige oder auch Ärzte von Risikopatienten, die sagen, es ist immer schwieriger, Paxlovid zu bekommen. Das ist das antivirale Medikament. Und der Johannes Rauch scheint immer irgendwie die Verantwortung bei jemand anderem zu sehen. Nennt sich das geglücktes Management? Na, jedenfalls, wie soll man sagen, die Optik ist nicht schön. Die Optik ist nicht schön. Viele Dinge sind so umstritten und jemand sagt das eine, die anderen sagen die anderen. Und wie wir wissen, gibt es natürlich extrem viele Konflikte zwischen Ärzten und Gesundheitsminister, auch aufgrund der Gesundheitsreform, die da jetzt beschlossen und lang diskutiert worden ist. Das muss man in Rechnung stellen. Aber ein paar Sachen sind ja ganz offensichtlich schlecht gelaufen. Also wenn Paxlovid de facto zu wenig bestellt worden ist und damit jetzt an verschiedenen Stellen es nicht zu haben ist, dann ist natürlich letztendlich der Gesundheitsminister verantwortlich. Muss man auch dazu sagen, es ist nur eines der antiviralen Medikamenten. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es mit dem anderen ausschaut. Es ist bei den neueren Varianten halt das Haupt. Ja, gut, aber es gibt auch noch ein anderes, weil sozusagen Paxlovid sollst du nicht nehmen, wenn du Bluthochdruck hast und so weiter. Ja, aber das wurscht. Das andere ist gar nicht mehr in... Aber okay. Ist das gar nicht mehr im Dings? Na, okay, gut. Du kannst ich habe das mal genommen, das hat mir gut getan. Aber, Das waren andere Varianten. Ja, okay. Gut, wurscht. Jetzt kannst du Remdesivir noch nehmen, aber das ist quasi per Infusion. Das heißt, du müsstest ins Spital und das wäre natürlich nicht gerade eine Erleichterung für das System. Auch an dich, Heimo, die Frage, also die Performance des Gesundheitsministers. Ja, es ist als Sozial- und Pflegeminister ist er nicht zu beurteilen, weil da gibt es nichts. Also da hat er einfach nichts gemacht, weder was falsch noch einfach nichts. Also die Pflegereform, die gibt es anscheinend noch immer nicht oder wird da nicht wirklich verhandelt. Im Zuge vom Finanzausgleich ist das völlig verabsäumt worden. Also da hat er einmal massive Defizite. Bei Corona habe ich ihn eigentlich immer
halbwegs gelobt, weil er sich nicht in die Maskenpflicht und in diesen Impfzwang reintreiben hat lassen, weil er da etwas entspanntere Variante gemacht hat. Grundsätzlich muss man aber sagen, es kann ja nicht sein, dass du 100 Millionen Impfungen zu hast, ne? Die werden aber nicht verteilt und laufen ab. Ne? Und die andere Geschichte ist noch, dass du das Medikament hast, gegen das ja eigentlich, soweit ich weiß, keiner was hat. Ne? Und dann ist das Medikament nicht verfügbar, weil vom Medikament zu wenig bestellt worden ist. Und dann sagst du als Minister, ich habe mit dem ja gar nichts zu tun, mit der Bestellung oder sonst irgendwas, was ja völliger Blödsinn ist. Das ist eine der wenigen Aufgaben vom Minister. Im Moment ist es quasi ein Vertrag, ja? Gesundheitsministerium, genau. Das heißt, er ist verantwortlich. Er ist völlig dafür verantwortlich. Also, Gesundheitsminister ist für wenig wirklich verantwortlich, weil eigentlich die meisten Kompetenzen bei den Ländern liegen. Aber bei der Geschichte ist er zu 100% verantwortlich. Das ist der Ablauf. Und wenn dann der Minister sagt, und das ist dieses, ich habe dieses Beispiel eigentlich heute gar nicht glauben können, wo ich es gelesen habe, wo der Minister sagt, ab heute Montag ist in den Apotheken Paxlovid, in jeder Apotheke Paxlovid gelagert. Ich habe das angeordnet. So. Und dann liest du, dass die Apotheken eine einzige, das ist kein Witz, es stimmt wirklich, eine einzige Packung Paxlovid lagern müssen und die überzähligen wieder zurückschicken müssen an den Großhandel, damit sie dann verteilt werden können, wenn die Apotheken es brauchen. Das heißt, wenn du Corona-krank bist, musst du einmal zur Apotheke hin. Die Apotheke sagt, wir haben es nicht, wir bestellen es, aber du kannst das nochmal Corona-Kranker nochmal in 2-3 Stunden in der Apotheke holen. Das ist ja völlig geisteskrank, ne? Dass die Leute hoch ansteckend dann wieder in die Apotheken einmarschieren, mit der U-Bahn fahren, mit dem Auto fahren, durch die anderen durchmarschieren, wo du eigentlich bei Corona gleich wie bei jeder Grippe daheim bleiben solltest und möglichst wenig Kontakte haben solltest als Spreader, egal was man von dem hält. Aber das ist, wenn du krank bist, sollst du daheim bleiben, ne, und keinen anderen anstecken. Das ist die klügste und älteste Methode, um Epidemien und Pandemien zu bekämpfen. Und da fragt man sich einfach, eine einzige soll geliefert sein pro Apotheke. Und das ist, ich habe mich darum gekümmert, dass in jeder Apotheke eine lagernd ist. Also das ist ja einfach nur mal geisteskrank. Also dass jeder andere Minister hätte zurücktreten müssen, hat er, glaube ich, noch einen gewissen Grünbonus. Aber ansonsten, das ist ja ein komplettes Managementversagen, das kein Mensch versteht. Ja gut, zurücktreten musst du deswegen nicht, weil sie gewissermaßen, wenn es eine Mangelbewirtschaftung gibt, und Mangelbewirtschaftung ist es logischerweise... Ja, es gibt ja keinen Mangel, es ist zu wenig bestellt worden, ja, das ist eher schuld. Ne? Das sage ich ja, wenn also in dem Moment... Das ist ja keine Mangelgeschichte. In dem Moment, wo zu wenig bestellt worden ist und hier ist, ist natürlich die Verteilung dessen eine Mangelbewirtschaftung, wie immer du sie anlegst. Aber er war für die Bestellung zuständig. Wie immer du sie anlegst, ja, und natürlich wurden da zu wenig bestellt. Das andere ist natürlich, was man auch dem Minister durchaus zum Vorwurf machen muss, oder Vorwurf, aber was auch, wo die Optik auch schlecht ist, aus Angst vor dieser Polarisierung, aus Angst dieser völlig irrsinnigen Gegenimpfung, gegen Corona-Maßnahmen, gegen Corona überhaupt, und alle haben satt darüber hinaus, also es ist jetzt nicht nur sozusagen die Corona-Leugner, alle anderen haben sie auch irgendwie satt, logischerweise, ja, hat er sich gedacht, die sicherste Version ist da quasi unter einer Wahrnehmungsschwelle zu sehen. Nichts zu tun. Und zumindest wäre es nur ein höflicher Einwurf. Da geht es um die Impfung, aber gegen das Medikament hat ja keiner jetzt auch von der Impfung. Generell sozusagen. Ich rede auch von der Impfung. Ja. Also gar nichts zu tun, um zu bewerben, dass man jetzt die Impfung auffrischen soll, dass man auch die Influenza-Impfung machen soll. Da hat man ja sozusagen, man ist ja da auf Impfquoten, die so circa dort sind, wo die Impfquote für Influenza im Jahr 2018 war. Da muss man schon sagen, da hätte mehr getan werden müssen, auch an Bewusstsein zu schaffen. Wer es nicht will, muss er eh nicht, aber diejenigen, die gewinnbar sind, dafür zu gewinnen. Und natürlich, man ist quasi in eine Welle hineingelaufen, die so stark ist, wie noch keine war. Ja, natürlich unter den Bedingungen, dass es ein schwächeres Virus ist, also sozusagen was die Aktualität betrifft.
dass du eine Immunisierung in der Bevölkerung hast und natürlich Impfquoten. Das heißt, du hast nicht so viele schwere Verläufe. In den Krankenhäusern ist zumindest die Betreuung für die schwer Kranken jetzt nicht das zentrale Problem, was Corona betrifft. Da ist eher der Umstand, dass du Krankenstände hast bei dem ärztlichen und Pflegepersonal und so weiter und so fort. Das ist eh alles seit ewig am Anschlag. Da hätten wir auch mehr tun können. Also da hat man schon das Gefühl, der Gesundheitsminister hat versucht, sich draußen zu halten, den scheinbar bequemeren Weg zu wählen, wo man bei niemandem aneckt. Aber das Ergebnis ist halt, dass man mehr Infektionen hat, als man haben müssen. Ja? Und das hat ja Auswirkungen bis hin auf die ökonomische Wirkung, bei was weiß ich, was da jetzt letzte Woche der Stand war, 140.000 Krankenstände allein im ASVG-Bereich. Also sozusagen, da sind die Selbstständigen, die Bauern und sonstigen nicht dabei. Also alleine 140.000 Krankenstände bei Angestellten und Arbeitern. Und heute wahrscheinlich nur ein bisschen mehr. Das ist halt Energy, ja? Also jeder kann sich, glaube ich, Impfungen sind, glaube ich, weitaus zu viel da als Leute, die es wollen. Ne? Also das ist, und die Impfung schützt ja in keinster Weise vor Ansteckung oder Weitergabe. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, das ist einfach, das sagt die EMA. Ne? Also die EMA sagt, ja, schützt nicht vor Ansteckung. Ich bin ja der Freiwilligkeitsmitglied, der sich impfen lassen will, soll ich impfen lassen. Mich sieht die Nadel mit Sicherheit kein einziges Mal mehr, solange solche Varianten sind. Aber das soll jeder mit seinem Hausarzt sich entscheiden. Wer bin ich, dass ich irgendwem Empfehlung gebe, was er machen soll in medizinischen Dingen. Also da maße ich mir wahrlich keine Kompetenz an. Aber ich verstehe noch nicht als Minister. Oder Grippe, man weiß ja, dass das kommt. Das ist ja nichts, was irgendwie überraschend kommt. Und wir haben ja auch mit Grippe, wir haben letztes Jahr, das ist eigentlich völlig untergegangen. Ich habe es zuerst vor ein paar Tagen gelesen, wir hatten im Winter 22, 23 und 4.000 Grippetote. Ja, das ist gewaltig. Ne? Also das ist etwas... Grippe und ist auch keine leichte, wo man nicht diese übertriebene Hysterie hat, sondern mit dem haben wir gelernt zu leben und wir müssen halt lernen, mit Corona zu leben. Jetzt haben wir halt... Aber das, was wir eh schon seit Jahren sagen, seit Beginn, man muss halt das Gesundheitssystem anpassen an die geänderten Bedingungen. Das ist jetzt nach ein paar Jahren noch immer nicht und die Leute... Es kommen nicht mehr Pflegekräfte, es kommen nicht mehr Gesundheitskräfte, sondern wir haben mit dem Babyboom, an die in die Pension gehen und Leute, die frustriert und überarbeitet sind und das Gesundheitssystem verlassen, weniger Leute, wir haben weniger Betten. In Wien sind so viele Betten nicht betreut, wie das ganze SMZ Ost hat. Und das sind Dinge, die halt massiv problematisch sind, aber da ist auch die Regierung in die Verantwortung zu ziehen. Die müssen halt die Leute ausbilden, sie müssen die Leute besser zahlen. Wenn du sonst keinen findest. Nein, das ist ja so. Aber wir reden ja uns seit Jahren den Mund fusselig und das passiert in dem Grunde eigentlich nichts. Es haben ein paar Länder ein bisschen was in Eigenregie gemacht, aber seitens des Bundes ist bis auf schönes Blabla und schönes Reden nichts gekommen. Und das ist das Problem, was wir dann immer die Engsteuern haben, weil wir das System nicht ausgebaut haben und angepasst haben an die neuen Bedingungen. Und das ist der Regierung einfach massiv vorzuwerfen. Ich eben das Interview mit Harry Kollerich gemacht habe, nur die Empfehlung ist ja explizit vor allem, dass die Risikogruppen sich impfen lassen, auch jeder, der halt will, aber das sind rund 2 Millionen Menschen und derzeit sind nur 500.000 aufgefrischt und das ist natürlich, du hast recht, im Sinne von, man kann sich immer anstecken, aber es verhindert halt vielfach schwere Verläufe. Dass wir das nur dazu sagen, gerade bei Risikogruppen, die nun mal gefährdet sind. Da wage ich mir keine Maßnahme. Sagt Herr wie Kollerich. Der Kollerich hat da in Corona-Zeiten viel gesagt. Das waren wenn wir immer auf die Experten gehört haben, die uns damals erklärt haben, die Impfung schützt vor Ansteckung, Weitergabe etc., ist was mittlerweile ein Blödsinn ist. Also ich bin bei diesen Experten mittlerweile äußerst skeptisch. Brauchen wir jetzt nicht den Antiwissenschaft. Richtig. Komischerweise haben die Schwurbler meistens recht gehabt im Nachhinein. Ne? Ja, das glauben die Schwurbler. Ja, ist ja so. Nein, Corona ist eine Scheide. Ist ja auch verschwunden, aber egal, es ist natürlich, in einem hat der Heimo durchaus recht, nämlich sozusagen das Hauptproblem im Moment sind nicht die schweren Verläufe. Natürlich ist jeder Risikogruppe... Aber ich wollte gerade zu diesem Punkt kommen. Entschuldige, sondern die Unfähigkeit unserer Regierung und des Staates damit umzugehen, ist das Hauptproblem. Ich wollte aber gerade auf den Punkt kommen,
kommen, weil das stimmt schon, zum Glück sind einige entweder auch, wenn Kollerich sagt, diese Immunisierung nimmt halt rapide ab, wenn das über ein Jahr her ist, Erkrankung oder Immunität. Und ich sage noch einmal, es geht vor allem um Risikogruppen, aber auch um die, wo man nicht weiß, die auch plötzlich schwerer erkranken. Es geht aber auch um Long-Covid oder sonstige Schäden. Aber grundsätzlich, was man derzeit sieht, ist, dass das wirklich eine Explosion bei den Krankenständen sind. Und das wird jetzt so weitergehen, weil es kommt jetzt auch die Influenza-Saison, beginnt jetzt, es wird RSV. Wird das dann nicht auch ein Problem jetzt, abgesehen vom Gesundheitsbereich, wo es eh schon einen Personalmangel gibt, sondern auch für die wirtschaftliche Situation insgesamt? Ist das nicht jetzt auch ein ziemlich erfolgswirtschaftlicher Schaden, wenn da das immer mehr ausfällt? Das ist es sowieso. Ich meine, wobei man, glaube ich, dann auch, ich meine, wir müssen uns auch die, wie soll ich sagen, die Fähigkeit zur Differenzierung bewahren. Ja? Es ist mal wesentlich, das Gesundheitssystem zu schützen. Also würde ich dort Maßnahmen treffen, die sozusagen zumindest eine Ansteckung des Gesundheitspersonals die Wahrscheinlichkeit reduzieren. Also das sind so Kleinigkeiten wie Masken. Pflicht in Spitälern und in Ordinationen, dass da so wenig wie möglich ausfallen, werden trotzdem genug ausfallen, aber dass man hier das reduziert. Das ist das eine. Das andere ist, das werden wir nicht hinkriegen, dafür gibt es keine Mehrheit, das würde ich auch niemandem empfehlen. Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Bahn, die ja auch voll sind und so weiter und so fort. Wird wahrscheinlich auch gar nicht so viel bringen, weil es ja nicht die einzigen Kontakte, die Leute haben. Ja, also sozusagen, dann schließt du die Ansteckung in der Bahn aus und steckst die woanders an. Muss man ja leider auch sagen, einfache Antworten klingen meistens besser. Aber im Gesundheitsbereich würdest du es machen? Im Gesundheitsbereich würde ich es machen. Deswegen auf die Antwort auf deine Frage, den Umstand, dass du volkswirtschaftliche Schäden im Rest der Wirtschaft, jenseits des Gesundheitssystems haben wirst, das wirst mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, nicht verhindern können und soll man auch nicht, weil das würde dann wieder viel stärkere quasi Emotionen auslösen und innenpolitische Konflikte auslösen. Ja, wäre nicht dafür, ja, aber da muss man eben da durch. Das kostet natürlich, wie jede Welle einer sozusagen von Krankheiten, der Wirtschaft dann Potenzial, gerade unter den Bedingungen heutzutage natürlich auch, ist nun mal dramatischer, wegen dem ganz generellen Arbeitskräftemangel, es pfeifen eh alle aus den letzten Löchern, auch ökonomisch aus den letzten Löchern, die Unternehmen, denen geht es ja auch nicht so gut, dass sie sagen können, na gut, diese 10% Verlust nehmen wir einfach so hin, das ist so, ja, aber da sehe ich keine große Lösung, deswegen tue ich mir aber auch schwer, so wie der Heimo das jetzt an vielen Stellen getan hat, der Regierung für alles Schuld zu geben. Die Regierung ist nicht schuld, dass wir einen demografischen Wandel haben. Die Regierung ist nicht schuld, dass mehr verrentet werden als neue in die Workforce aber eintreten. Halt schon bestimmte Sachen kannst du besser machen, aber du kannst nicht alles aus der Welt schaffen, indem du sagst, schnipp und ich bin der tolle Hecht. Ja. Ja, das kannst nicht, aber du musst halt versuchen, wenn du weißt, woran es hapert, dass man versucht, dort an diesen Schrauben zu drehen, soweit man es kann. Und natürlich hast du die letzten 100 Jahre immer die Grippewellen gehabt, ne, zu der gleichen Zeit. Und das waren immer, du kannst dich erinnern, ein Drittel der Bevölkerung liegt da, die Gänge sind voll, auch in Grippezeiten. Das ist halt so. Ne, das Krankheit, aber jetzt Krankheit kommt halt eine dazu, ja, leider. Aber da muss man das System dafür ausbauen. Und es kann ja jeder sich impfen lassen, freiwillig. Es kann jeder die Maske tragen. Ich finde es genauso deppert, wenn in der... Würdest du es im Gesundheitssystem nicht machen? Nein, ich würde es nicht machen. Ich würde es den Leuten völlig freiwillig überlassen. Ich bin gegen Zwang jeder Art, weil es auch erwiesenermaßen in vielen Dingen es gebracht hat. Erinnert ihr an die Studie, die diese Woche in Deutschland gekommen ist, zu den Maskenpflicht für Kinder, Schulschließungen, dass das einfach überhaupt nicht beweisbar ist, dass das irgendeinen Nutzen gemacht hat. Dafür haben wir die Kinder gequält. Und man darf nicht vergessen, halt vor 2 Jahren haben wir den Lockdown für die Ungeimpften gehabt. Und das ist natürlich in vielen Menschen noch drinnen, der völlig sinnlos war, der völlig evidenzfrei ein Drittel unserer Bevölkerung zu Bürgern zweiter Klasse gemacht haben. Und diese Wut und diese Erinnerung ist noch bei so vielen Leuten auch noch drin. Ich würde wirklich davor warnen, noch einmal dieses Feuer zu entzünden, weil diesmal wird es massiv brennen. Bei den vulnerablen
Gruppen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das sind die Leute mündig genug in Absprache mit den Ärzten. Ich mache keine medizinischen Tipps, weil ich kein Arzt bin. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich habe auch während der Maskenpflicht zum Schluss dann in der U-Bahn keine Maske mehr getragen, weil ich mir das nicht aufoktroyieren lasse. Aber ansonsten, jeder soll frei entscheiden. Wir sind in einem freien Land, aber dieser Zwang des Corona-Regimes muss vorbei sein. Ja, das ist aber jetzt, wir reden hier jetzt, was du jetzt gesagt hast, wegen der Wut, die du hast und vielleicht ein paar andere auch, soll man nicht mal in medizinischen Einrichtungen und Spitälern, Spitälern Maßnahmen setzen, das ist ja professionelles Möglichkeiten, Möglichkeiten zur Infektion zumindest reduzieren und insbesondere beim medizinischen Personal, das ist schon ziemlich absurd. Also sozusagen, da muss man schon auch die Frage stellen, was sind wir eigentlich als menschliche Gesellschaft? Wir denken uns, wir sind die Krone der Schöpfung und dann sind wir, weil irgendwer Wut hat, nicht in der Lage, hier das Vernünftige zu machen. Also und dass es vernünftig ist. Also ich glaube, dass ein Arzt besser für sich entscheiden kann, wie ein Johannes Rauch für ihn. Ja, aber wir können wohl vernünftigerweise annehmen, selbst wenn eine Maske vielleicht nicht hundertprozentig schützt und vielleicht nur ein bisschen schützt, gerade im Gesundheitssystem ist jede einzelne Ansteckung, die man reduziert, wert, reduziert zu werden. Vor allem dann, wenn auf der anderen Seite der Waage nicht wirklich etwas, was ihnen belastet, entgegensteht. Weil das im Spital oder in der Ordination, wo viele Kranke, die einerseits sozusagen ein Virus haben, sind und andererseits wahrscheinlich mehr vulnerable als in der Straßenbahn, dass man hier etwas dieser Art macht, das ist wirklich vernünftig und sozusagen nur weil wir irgendwer Wut hat, machen wir das Unvernünftige. Bist du mit der Maske heute hergefahren? Nein, ich bin aber auch nicht im Krankenhaus gewesen. Bin im Krankenhaus gewesen. Außerdem weißt du, ob ich nicht zu Fuß gegangen bin und spaziert bin. Deswegen frage ich dich. Weil das dazu führt, dass ich ein bisschen Bewegung mache und später zur vulnerablen Bevölkerungsgruppe werde, als wenn ich nur in der U-Bahn fahre. Ja. Gut, danke Robert Miesig, danke Heimo Lepuschitz. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.